Nach uns die Sintflut. Dieser Satz wird Madame Pompadour zugeschrieben, der Mätresse Ludwig des 15. und beschreibt treffend die desolate politische Situation im Frankreich des 18. Jahrhunderts. Was haben wir eigentlich gelernt daraus für eine offene, für eine liberale, plurale Gesellschaft? Wie nachhaltig und zukunftsorientiert agieren die Parteien in der Personalpolitik, genauso wie bei den inhaltlichen Schwerpunkten? Murren an der Parteibasis, keine Chance für den Nachwuchs, liebe Zuschauer. Das Thema der Phoenix-Runde, herzlich willkommen bei uns. Bei mir heute versammelt im Studio, wenn wir richtig gerechnet haben, insgesamt 93 Jahre geballte Parlaments- und Regierungserfahrung. Dass diese Gäste hier sind, hat auch seinen Grund, dazu auch gleich noch mehr. Meine Gäste, Bärbel Höhn ist bei uns, grüne Umweltpolitikerin, von 1990 bis 2017 ohne Unterbrechung, Landtagsabgeordnete, Landesministerin und Bundestagsabgeordnete, unter anderem 10 Jahre Landwirtschafts- und Umweltministerin in Nordrhein-Westfalen. Jetzt arbeiten Sie als grüne Energiebeauftragte für Afrika. Rainer Brüderle, von der Kommunal- über die Landes- bis zur Bundespolitik hat er über 40 Jahre die FDP-Politik geprägt, unter anderem als Bundeswirtschaftsminister. Heute sind Sie Vorsitzender des Steuerzahlerbundes Rheinland-Pfalz und betätigen sich als Politikberater. Rudolf Dressler, für die SPD 20 Jahre lang im Bundestag, unter anderem als parlamentarischer Staatssekretär. Sie gelten nach wie vor als der Traditionssozialdemokrat schlechthin. Und Oswald Metzger, Publizist und Politiker. Sie haben vermutlich die vielfältigste Erfahrung mit Parteien. 6 Jahre Mitglied der SPD, dann Haushalts- und Finanzexperte bei den Grünen und seit 2008 in der CDU zu Hause. Jetzt unter anderem stellvertretender Vorsitzender der Ludwig-Erhard-Stiftung. Liebe Zuschauer, bis auf Rainer Brüderle, damals war Wolfgang Gerhardt hier zu Gast, der langjährige FDP-Vorsitzende, war das die Runde, die zusammensaß am Tag, als die Jamaika-Sondierung gescheitert ist. Und wir haben damals gleich in der Sendung ausgemacht, wir treffen uns hier wieder, wenn es Aussicht auf eine Regierungskoalition in Berlin gibt. Diese Aussicht gibt es, selbst wenn sie noch lange nicht in trockenen Tüchern ist. Wir wollen heute Abend aber auch über all die Begleiterscheinungen reden, die diese GroKo-Bildung in den letzten Tagen gerade mit sich gebracht hat. Der Vorteil der Gäste ist hier, sie sind nicht mehr politisch aktiv und können freiweg von der Leber reden. An Sie alle gleich die erste Frage, also an alle die gleiche Frage. Wie war das eigentlich mit Ihnen? Wie wurden Sie das, was Sie sind oder zumindest lange in der Politik waren, Frau Höhn? Von wem sind Sie gefördert worden? Wie begann das? Also bei uns war das ja alles noch ein bisschen chaotisch zu unserer Zeit. Wir waren ja noch gar nicht im Landtag. Und die Frauen von den Grünen in Nordrhein-Westfalen hatten beschlossen, wir wollten eine reine Frauenliste machen. Und da haben wir gesagt, dann müssen auch ja nur Frauen kandidieren. Und dann haben sie gesagt, Bärbel, kandidier du mal auf Platz 1. Ich habe dann gegen die damalige Landesvorsitzende kandidiert, die wollte nämlich die Frauenliste nicht. Ja, und ich bin dann gewählt worden und so bin ich eigentlich von den Frauen unterstützt dahin gekommen. Wie war es bei Ihnen, Herr Brüderle? Wie ging es da los? Ich bin Studentenpolitik. Ich bin, wenn Sie wollen, 68er, war immer mein ganzes Studium aktiv, Studentenparlament, Reder, Fachschaftssprecher, Fakultätssprecher und kam dann zur FDP. Das war die Zeit der Brandt-Scheel, als wir was verändern wollen, nach Adenauer Zeit. Und habe daran auch Spaß gefunden, wollte eigentlich zurück wie in die Hochschule. War dann mal zeitweise Wirtschaftsförderer, wurde in Mainz auch Bürgermeister für Wirtschaftsdinge. Und dann irgendwie habe ich da Spaß dran gehabt und Blut gelegt. Dann habe ich ein volles Engagement in Politik weitergemacht. Unter anderem war ich 30 Jahre Landesvorsitzender. Was hat Ihnen geholfen, Herr Dressler, in die Politik zu kommen und dort zu bleiben? Im Grunde war das mein Wunsch. Ich hatte damals die Wahl zwischen Gewerkschaftsbewegung und Sozialdemokratie. Habe mich dann für die Partei entschieden. Und als die Wuppertaler SPD mich nominiert hat, hatte ich den Glücksmoment, wenn Sie so wollen, dass ich das Direktmandat bekam. Und als ich in den Bundestag eingezogen war, hat, warum kann ich Ihnen wirklich nicht sagen, irgendetwas Herbert Wehner bewogen, mich zu fördern. Also ich war ein paar Wochen drin, da war ich schon stellvertretender Sprecher für Arbeits- und Soziales. Als Sie in der SPD waren, war Herbert Wehner, glaube ich, noch Fraktionsvorsitzender. Ich weiß nicht, ob Sie es zeiten, aber die hat er möglicherweise nicht gefördert. Wie ist das Ihnen ergangen? Wer hat Sie gefördert? Oder wie ich wollte mich kommunalpolitisch engagieren und auf der kommunalen
Ecke war damals die Sozialdemokratie, im schwarzen Oberschwaben war sozusagen die linkeste Veranstaltung. Und so bin ich in die SPD und bin aber dann raus unter Schmidt, weil mir die SPD dann zu staatsfixiert wurde und habe mir vorgenommen, nie mehr in eine Partei zu gehen. Und das ist jetzt der eigentliche Punkt, wo ich dann in die Berufspolitik kam. Da ist Tschernobyl, der Reaktor explodiert. Die Grünen haben in meinem Wahlkreis Biberach nominiert. Ich bin als Nichtmitglied zur Nominierung und habe gesagt, ich will kandidieren. Zur Bundestagsgeschichte, eine Frau war Gegenkandidatin und die haben mich gewählt. Obwohl sie mir in der Diskussion hier den Kopf runtergerissen hätten, in der geheimen Wahl hatte ich eine Dreiviertelmehrheit. Mhm. Und so kam ich als Nichtmitglied plötzlich zu den Grünen. Das hat meine Frustrationstoleranz mit dieser Partei natürlich auch. Also offensichtlich gab es ja eine ganze Reihe von Erweckungserlebnissen von 1968 bis Tschernobyl. Wie haben Sie Ihre politischen Nachkommen gefördert? Gab es da ein Grundprinzip? War das selbstverständlich oder war das vielleicht sogar schwierig bis unmöglich? Also Nachwuchsförderung in der Politik kenne ich fast nicht, weil der Politikbetrieb ist eine sehr, sagen wir mal, eigensinnige Veranstaltung mit vielen Narzissten, die selber etwas machen. Entweder gibt es Seilschaften, in denen steckte ich nie drin, oder man schafft es so, eine Position zu markieren in seiner Partei, dass man als wichtige Marke eingestuft wird und dann toleriert wird. Mhm. Und so ging es mir in meiner Wahrnehmung bei den Grünen, also dass man mich toleriert hat in meinem Landesverband, weil man gesagt hat, der ist eine Marke, aber mit Herzblut unterstützt bei der Landesliste bin ich nie geworden. Also. Herr Dressler, haben Sie Talente dann entdeckt, die Sie besonders gefördert haben, die auch was geworden sind? Also ich war während meiner Parlamentszeit auch Vorsitzender der SPD in Wuppertal. Und wenn Sie so etwas übernehmen, dann müssen Sie sich auch um Jugendorganisationen, also um die Jungsozialisten kümmern. Und das habe ich auch gemacht. Heute kann ich sagen, obwohl das nicht mein Werk war, sondern das Werk desjenigen, den ich jetzt nenne. Der Vorsitzende, der damals bei den Jusos tätig war, ist heute Oberbürgermeister in Wuppertal. Gab es oder gibt es Politiker in der FDP, die Ihnen eine besondere Zuwendung verdanken im Sinne von Förderung, von politischer gezielter Förderung? Ja, es gehört auch zur Führungsaufgabe, dass man Nachwuchsförderung betreibt. Das ist eine Verantwortlichkeit dafür. Und ich habe das systematisch gemacht im Land. Und heutige Landesvorsitzende und Wirtschaftsminister, stellvertretender Ministerpräsident, ist ein meiner Geförderten. Dr. Wiesing war mein Stellvertreter im Land, stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion. Und ist aus dieser Entwicklung heraus in die Position noch hineingekommen. Das gehört dazu, sind auch eine Reihe von Landtagsabgeordneten mit meiner Unterstützung, auch durch eigenen Fleiß natürlich entscheidend, in die Position gekommen. Das habe ich immer für eine Führungsaufgabe gehalten, dass man sich darum kümmert, dass die Partei sich auch regeneriert und dass man auch junge Leute nach vorn bringt. Und als die FDP in Rheinland-Pfalz aber an Landtagswahl gescheitert war, ich habe den Wahlkampf gar nicht geführt, war das der Zeitpunkt, wo ich dann nach 29 Jahren Landesvorsitzender an Dr. Wiesing übergeben habe. Und er hat dann die Partei fortgeführt und wir zum Erfolg hochgebracht und ist eben heute der stellvertretende Ministerpräsident. In Rheinland-Pfalz, wie sah es mit der Nachwuchsförderung bei Ihnen aus, Ihren Aktivitäten? Wir haben ja lange Jahre eigentlich gedacht, wir brauchen gar keine Jugendorganisation. Wir sind selber die jungen Leute, aber irgendwie sind wir dann doch älter geworden. Ich war, das ist ja sehr ungewöhnlich bei den Grünen, eigentlich von 1990 bis 2013 immer Spitzenkandidatin bei jeder Listenaufstellung. Und dann habe ich aber gesagt, also mit 65 habe ich auch vorher schon gesagt, mit 61, das sind jetzt meine letzten 4 Jahre und da sollen auch andere ran, dann auch junge Leute ran. Also insofern glaube ich, waren alle auch glücklich. Also ich war glücklich über diese Entscheidung, aber die anderen eben auch, dass ich das von mir aus entschieden habe und dass man da nicht irgendwie diesen Elefanten da wegschubsen musste, was ja manchmal da auch immer der Fall ist. Ja, und ansonsten machen wir eigentlich so ein bisschen Jugendförderung dadurch, dass unsere Parteivorsitzenden in den Ländern in der Tat ganz häufig sehr junge Leute sind. Also wenn Sie zum Beispiel sehen, Annalena Baerbock war mal Landesvorsitzende in Brandenburg, dann im Bundestag, jetzt ist sie Bundesvorsitzende, ja auch mit 37 noch relativ jung für das Geschäft, aber trotzdem schon sehr erfahren. Und diese Möglichkeit, eben junge Leute als Landesvorsitzende in Landesverbänden da zu formen und ihnen auch die Erfahrung zu geben, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Prinzip. Diese Einleitung hatte ja auch den Hintergrund, weil eben über Personal in den Parteien, in allen Parteien, nicht nur in den beiden GroKo-Parteien im Moment viel diskutiert wird. Herr Dressler,
Fangen wir mit der SPD an. Welches Bild gibt Ihre Partei da gerade ab? Sie hat ja nach einem ziemlich miserablen Wahlergebnis ein ziemlich grandioses Ergebnis in den Koalitionsverhandlungen hingekriegt. Wenn jetzt für die Personaldebatten Ihrer Partei in den letzten Tagen Schulnoten vergeben würden, dann wäre die Versetzung gefährdet. Was ist da in Ihrer Partei gerade los? Also ich würde bei dem Ergebnis der Koalitionsverhandlungen nicht unbedingt von vornherein die Versetzung aufs Zeugnis schreiben. Wer sich das mal genau anguckt und nicht von Trübsinn oder Ahnungslosigkeit geprägt ist, dem fallen Dinge auf in diesem Koalitionsvertrag, die, wenn sie laut werden, einer breiteren Öffentlichkeit bekannt werden, der CDU nicht schaden werden, aber der SPD. Da gibt es Sachen, die sind für mich schlicht indiskutabel. Sowas kann man nicht akzeptieren. Die machen es trotzdem. Das ist demokratisch. Aber ich erlaube mir, anderer Meinung zu sein. Was, können Sie ein Beispiel nennen aus den 177 Seiten? Das kann ich Ihnen nennen. Wir haben vor 4 Jahren bei Begründung der Großen Koalition das Institut der Mütterrente gehabt. Unter Mütterrente versteht der Bundesbürger, dass wahrscheinlich jetzt die Mütter eine Rente bekommen. Das ist natürlich alles Quatsch. Es geht nicht um nichts anderes als um die Anerkennung von Kindererziehungszeiten. Aber die CSU hat sich mit dem Begriff Mütterrente durchgesetzt. Auch hier hat die SPD den Kampf um die Sprache verloren. So. Und dieses Institut ist eine sozialpolitische Gesetzgebung. Die muss der Steuerzahler, wenn Politik das für opportun erachtet, bezahlen. Es wird aber nicht vom Steuerzahler bezahlt, sondern von Beiträgen der Rentenversicherer. Das waren in den letzten 4 Jahren an Ausgaben 16 Milliarden Euro, die über Beiträge finanziert worden sind. Und die Beiträge, die geflossen sind in den letzten 4 Jahren, waren im Koalitionsvertrag der letzten 4 Jahre auf 2017 befristet. Was hat die SPD jetzt gemacht? Sie hat es mit der CSU fortgeschrieben und hat es um weitere Punkte in der Mütterrente, in Parenthese gesetzt, erweitert um in Geld 3,4 Milliarden. Sodass in 8 Jahren nur aus Beiträgen der Rentenversicherung über 35 Milliarden Euro gezahlt werden. Und dann ist die Rendite der Rentenversicherung, die Rücklage, am Ende. Und dann stehen die ganzen Leute in Reih und Glieder und sagen, die Rente ist nicht mehr sicher. Sie ist gescheitert. Das System muss privatisiert werden. Und da kann ich nur sagen, wenn ich das weiß und trotzdem unterschreibe, dann ist das für mich indiskutabel als Sozialdemokrat. Das kann machen, wer will, aber kein SPD. Wir wissen jetzt, dass Sie gegen den Koalitionsvertrag sind und gegen aber den Aufstieg als SPD-Mitglied. Ganz kurz noch zu den Personalfragen. Was ist da mit Ihrer Partei los? Die Diskussion Schulz weg, Gabriel weg, Andrea Nahles als die mögliche kommende starke Frau. Auch die Ereignisse der letzten Tage, wie bewerten Sie das? Das ist kollektives Versagen der Parteispitze. Das war ja nicht nur Schulz. Das war Nahles in gleichem Maße. Und das waren diejenigen im Präsidium, die nicht erkannt haben, in welche Situation die Partei schlittert. Und als es zu spät war, ja, dann war der Ruf, haltet den Dieb, vergeblich. Im Augenblick ist es eine Art Super-GAU, der größte anzunehmende Unfall, der aber nicht mehr korrigierbar ist. Und die SPD wird nach meiner Wahrnehmung und Einschätzung und Erfahrung Monate brauchen, wenn es ihr denn gelingen sollte, diesen GAU ein wenig zu reparieren. Das geht aber nicht auf Knopfdruck. Es gibt immer den Vorwurf an Politiker, sie seien Karrieristen. Jetzt ist es ja aber so, man muss schon, dafür sind Sie wissen, wovon ich rede jetzt, ja auch Beispiele, man muss schon Ehrgeiz entwickeln, um nach oben zu kommen. Ist das ein ungerechtfertigter Vorwurf, dieser Karrieristenvorwurf? Na gut, Menschen, die nicht nach was streben, was hängen, sind auch keine guten Politiker. Man muss schon wollen, sonst hat es ja keinen Sinn. Und man muss aber auch da Maß halten können, muss am Schluss auch eine Bilanz haben, die die gemeinschaftliche Leistung vor der Grund hat und das Land. Und wenn es nur noch um Postenjagerei und Hinherschieberei geht, wird es schlimm. Und was Herr Dressler sagt, das ehrt ihn ja, aber er ist auch Sozialpolitiker, ist in der Tat die Weichenstellung, dass man hier nicht für die Zukunft gearbeitet hat. Macht ein Heimatministerium, aber keins für digitale Zukunftsentwicklung. Das zeigt ja, wie rückständig sie denken. Im Grunde haben die beiden Koalitionspartner, die zukünftigen, den Staat als Beute betrachtet. Wie viel Geld ist in der Kasse drin? Das verteilen wir, jedes Grüppchen
Von jeder Interessengruppe, jeder Partei kriegt was. Das ist keine zukunftsfähige Politik. Und das stößt die Menschen ab. Und das Affentheater, was wir erlebt haben, auch zum Teil schon bei Jamaika, wo zu viel auf dem Balkon herumgeflirtet wurde, waren alle mit beteiligt. Und auch jetzt schadet der Demokratie. Das ist nicht meine Aufgabe, für die SPD zu kämpfen. Aber mir tut's ein Stück weh, weil es auch eine große deutsche Volkspartei war, die die Stabilität dieser Demokratie mit ausgemacht hat, wie die systematisch verzwergt, klein macht, kaputt macht. Das kann nicht gut gehen für Dauer auf das ganze Land. Die Grünen waren ja am Balkonflirt auf dem Balkon der Parlamentarischen Gesellschaft auch beteiligt. Werden Inhalte immer weniger wichtig? Sind die nur noch zweitrangig in der politischen Diskussion? Also bei den Jamaika-Sondierungsgesprächen war es ja schon so, dass es auch sehr um Inhalte gegangen ist. Also zum Beispiel der Klimaschutz, der ja im Wahlkampf überhaupt gar keine Rolle gespielt hat, der war da plötzlich vollkommen im Fokus, wurde auch sehr, sehr stark diskutiert. Und da ist, glaube ich, auch deutlich geworden, dass jetzt diese Jahre die entscheidenden sind, dass wir überhaupt das 1,5-Grad-Ziel, das werden wir wahrscheinlich gar nicht mehr erreichen können, aber selbst das 2-Grad-Ziel, ich meine, die Leute wissen gar nicht, wenn wir einfach so weitermachen, haben wir 1,5 Grad Erwärmung in 2025. Und 2 Grad Erwärmung in 2035 erreicht. Ja? Das werden sogar hier viele von uns noch erleben. Ja? Das sind 18 Jahre. Rechnen wir mal drauf. Das wollen, glaube ich, alle hier noch erreichen. So, das heißt, der Klimawandel ist jetzt nichts mehr für unsere Kinder und Enkelkinder, sondern ist was für uns. Wir müssen da was tun. Und das ist, glaube ich, deutlich geworden in diesen Sondierungsgesprächen. Und das haben wir Grünen da auf den Tisch gelegt. Wenn man dann jetzt sieht, das ist ja eine wichtige Frage. Das ist ja, geht ja um die Zerstörung unserer eigenen Lebensgrundlage, weil man jetzt sieht, dass die bei der großen Koalition praktisch gar keine Rolle mehr gespielt hat. Da ging es nicht mehr um Klima, ja? Da ging es um die Braunkohle. Ja? So, und, also es war die Frage, ob die Inhalte jetzt, egal welche, immer weniger wichtig werden bei der Frage, dass Personen im Vordergrund stehen und sich... Ja, ich fand, dass bei diesen Gesprächen, die da geführt worden sind, am Anfang schon auch die Inhalte da waren. Und das fand ich eigentlich das Schöne, dass irgendwie klar wurde, stärker als im Wahlkampf, wofür stehen die einzelnen Parteien? Das wurde klarer bei den Sondierungsgesprächen. Am Ende ist es überlagert worden durch diese Personaldiskussion. Weil am Ende, das wurde dann ja auch deutlich richtig hart, ist gekämpft worden, ja, bei der Großen Koalition jetzt, bei diesen Gesprächen um die Posten, ja, um die Ministerien und wer besetzt sie da am Ende, das steckt ja dahinter. Und das fand ich schade, weil das wieder so ein Stück in die Richtung geht, am Ende sind die Posten dann doch wichtiger als die Inhalte. Das wäre aber möglicherweise natürlich bei einer Regierungsbildung mit Jamaika auch passiert. Herr Metzger, es gibt ja immer diesen schönen Satz, erst das Land, dann die Partei, dann die Person. Wenn man das so hört, wird ja auf Sonntagsreden oft bemüht. Wenn der Bürger das hört, könnte er ja denken, eigentlich wollen die Politiker sich ja über uns lustig machen, wenn sie das sagen. Und wenn man dann dagegen hält, wie sie dann handeln. Also ich halte den Satz für richtig. Der kommt übrigens überwiegend aus dem konservativen Lager. Also Erwin Teufel war so ein Ministerpräsident, der das immer betont hat. Kretschmann als Grüner, ihm wurde das in Baden-Württemberg wahrscheinlich 3/4 der Bevölkerung abnehmen. Er kam auch zum Amt wie Jungfrau zum Kind. Wer hätte je gedacht, dass ein Grüner Ministerpräsident wird? Also da braucht man nicht drum rumreden. Aber ansonsten Karrierestreben. Sagen wir mal grundsätzlich, jeder von uns will in seinem Beruf was erreichen. Im bürgerlichen Leben akzeptiert es jeder. Aber bei Politikern ist es so, dass das Karrierestreben immer verbrämt werden muss, obwohl Rampensäue nur etwas werden in der Politik. Wer nicht in die Öffentlichkeit drängt, wer sich nicht auch produzieren kann, wer sich nicht bekannt macht als Person, natürlich immer im programmatischen Windschatten einer Idee, einer Partei, der wird niemals Kanzlerin, Kanzler, Minister oder sonst was werden. Und die Parteisoldaten, die sind wichtig sozusagen fürs Parlament. Aber wer den Kopf aus der Decke streckt, wer was werden will, muss Biss haben. Und das sollte man den Leuten nicht übel nehmen. Insofern ist klar, was bei der SPD jetzt passiert ist. Es ist ja sozusagen der riesenstrategische Fehler, dass man nach einer Wahl, die man verloren hat, aber die Union auch, die Koalition insgesamt hat 14 oder 15% verloren. Die CDU hat auch ein blamables Ergebnis gekriegt an dem Abend. Aber Schulz rettete sich, indem er die Opposition propagiert hat an dem Abend. Und der SPD-Anhang jubelte, obwohl sie mit 20% praktisch ihr schlechtestes Ergebnis eingefahren haben. Und dann die weiteren sozusagen ständigen Kurswechsel, nicht ins Kabinett, dann doch dein Außenminister und am Schluss hat er überhaupt nichts mehr. Und da bin ich voll bei Rudolf Dressler. Dieses Spiel hat die gesamte Führung mitgemacht. Und jetzt kommt vielleicht von mir ein Einwand, der Sie wundern wird.
Und ich bin hier als CDU-Mann und es ist immer schwierig, sozusagen selbstkritisch zu reflektieren über den eigenen Beritt. Aber jetzt sagen wir doch mal ehrlich, in der Union kann sich die Kanzlerin zurzeit froh sein darüber, dass in der SPD dieses Tohuwabohu war, weil der Ärger in unserer Partei an der Basis ist riesengroß. Nicht nur wegen der Besetzung der Ämter, sondern auch programmatisch. Ich bin in der Mittelstandsvereinigung bei der Union engagiert und weiß, wie sozusagen das Wirtschaftslager der Mittelständler denkt. Der denkt nämlich bei der Rente, Mütterrente überhaupt. Warum brauchen wir die zusätzlichen Ausgaben? Wir verteilen 1 Billion Euro im Jahr Sozialstaat und müssen das erwirtschaften und irgendjemand soll das bezahlen. Und das zahlen dann die Leute, die Leistungsträger, die bis weit in die Mitte kommen, zahlen das Ganze. Und dieses sozusagen Murren in der Union ist natürlich ein bisschen disziplinierter, weil die Union ist eher ein Kanzlerwahlverein schon immer gewesen. Und wenn Sie Parteitage der Union im Vergleich zur SPD oder zu den Grünen erleben, selbst zur FDP wird vergleichsweise wenig diskutiert. Das ändert sich in meiner Wahrnehmung. Lassen Sie uns gleich über die Union reden, wir gleich noch. Wir könnten ja auch den Spieß mal rumdrehen und sagen, Sie haben gesagt, man muss eine Rampensau sein, um in der Politik was zu werden. Man erwartet ja auch, dass jemand was darstellt, auch Führung zeigt. Wird das Spitzenpersonal einer Partei manchmal vielleicht von der eigenen Basis auch ungerecht behandelt? Gibt es da zu viele Vorurteile? Ist da zu sehr nach dem Motto, die da oben, wir da unten, die haben uns abgehängt, die interessieren uns gar nicht, interessieren sich gar nicht für uns? Na, Gerechtigkeit ist in der Politik so furchtbar nicht verbreitet. Danach darf man nicht ausgehen. Wenn man Politik macht, weiß man schon, welches Gewässer man sich begibt. Das ist schon rau und hart. Das muss man ertragen können, sonst macht man besser was anderes, geht in den Kirchenchor oder woanders hin. Das ist schon ein hartes Geschäft. Und es sind zwei Dinge. In der Mediengesellschaft, heute Dominanz des Fernsehens, auch jetzt Internet, muss man einerseits präsent sein, aber es hilft alles nichts. Wenn du präsent bist und hast nicht in der Partei, denn die stellt am Schluss die Liste auf, die entscheidet am Schluss, wer Minister wird, auch die Fraktion, das sind auch Parteizirkel. Man muss beides beherrschen. Du musst in der Partei einen Rückhalt haben. Das ist nicht immer nur fein, nicht einfach. Es muss nicht sein wie bei Francis Underwood in House of Cards. Das ist überzeichnet, aber ein bisschen ist schon was dran. Und trotzdem musst du noch versuchen, die Balance zu halten, das Gesicht im Fernsehen haben, präsent sein, in der Partei einen Rückhalt haben und trotzdem noch was Vernünftiges zu machen. Das ist der Dreiklang, den Politik stattfindet. Und was wir jetzt erleben, bei der Union wie bei der SPD, ist ja ein Stück Oberfläche. Da brechen ja alte Konflikte wieder auf. Die Ersten, die jetzt die Merkel kritisieren, ist Herr Merz, den hat sie mal entsorgt. Dann meldet sich Herr Röttgen, der wurde als Minister entsorgt. Es sind ja viele alte Freundschaften, die hochkommen. Leider Mittelstandsverein, Wirtschaftsflügel ist in der CDU nicht sehr mächtig. Das sind andere Strukturen, die da mächtig sind. Wir wünschen, dass er stärker gewesen wäre. Ich habe es als Wirtschaftsminister erlebt, wie stark die Macht der CDU-Wirtschaftspolitiker war. Wird im Moment für Schwarz-Gelb aber nicht reichen. Nee, aber es wäre verbesserungsfähig. Und dies ist ja auch bei der SPD, ist ja oft das Geheimnis von Nahles und Herr Gabriel, ist eine innige Liebe. Und Herr Schulz, Herr Gabriel haben sich wechselseitig wo Beinchen gestellt. Der eine hat dem anderen was offensichtlich versprochen und beide haben nicht Wort gehalten. Das ist ein Teil der Politik, nur so wie es jetzt inszeniert ist, stößt die Bürger ab. Treibt in der SPD die Basis im Moment die Spitze, die Parteispitze so vor sich her? Also ob sie sie treibt, da habe ich so meine Zweifel. Aber dass sich die Basis plötzlich beginnt, mehr zu regen, als es in den vergangenen, ja man muss schon sagen, Jahren gewesen ist, das glaube ich zu spüren. Ich nenne nur die Kandidatur der Oberbürgermeisterin in Flensburg, die sich erklärt hat öffentlich, sie kandidiert gegen Frau Nahles, weil sie genau das, was wir jetzt hier diskutieren, nicht mehr länger akzeptiert. Und sie hat das in einem sehr langen Interview gemacht mit, glaube ich, ARD. Ist ARD auch jetzt egal. Ja. Ich habe das Interview jedenfalls gesehen. Und da hat sie einen wirklich hervorragenden Eindruck gemacht. Ruhig, sachlich, nicht im Sinne von, die hat nun plötzlich so viel Charme entwickelt, dass ihr ganze Bevölkerungsteile nachlaufen werden. Aber sie hat dafür etwas ganz Solides in ihrer Argumentation gesagt. Und zwar jetzt kommt's. So solide, wie ich es bei der Frau Nahles in den letzten Jahren, ich sage Jahren, nicht gehört habe. Ich habe gehört, Becci oder ein Kinderlied im Bundestag als Redebeitrag, da muss ich Ihnen sagen, das kann oder in die Fresse bekommen. Oder das kann ich mir dann irgendwo, ich sage mal, in kleineren Regionen leisten. Aber als Maßstab für eine bundespolitische führende Karriere halte ich das für ein bisschen dünn.
kann einer, das sind ja insgesamt drei Gegenkandidaten, bisher jedenfalls bekannt. Aber je mehr es werden, ja, je stärker wird Frau Nahles ja, gewählt werden. Ja, das ist in der Systematik logisch begründet. Wir wollen die CDU nicht übersehen, das, was die innerparteilichen Zustände angeht. Könnte es sein, dass in Ihrer Partei gerade das Fell des Bären verteilt wird, bevor er, in dem Fall Sie, erlegt ist? Wird da schon zu viel über den Über- und den drittnächsten Schritt gesprochen? Also klar ist, ich glaube, das habe ich sogar schon im November in der Runde gesagt nach dem Jamaika-Scheitern, klar ist, eine vierte Amtsperiode der Frau Merkel ist, nachdem wir ja alle, die wir hier sitzen, vier Amtsperioden Helmut Kohl erlebt haben und die nur möglich waren aufgrund der Wiedervereinigung, war ohnehin schon ein relatives Wunder. Und dass in der vierten Amtsperiode quasi Kanzlerinnen, und so stark sie auf ihrem Höhepunkt auch waren, zur Disposition stehen und die Nachfolgefrage kommt, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Das Problem ist nur, und da kommen kann wir jetzt. Kann diese Diskussion im Moment kontrolliert werden von Angela Merkel? Ja, weil das Tohuwabohu der SPD hilft ihr. Und Sie merken doch an einem Punkt, will ich mal direkter werden. Seit sie am Sonntag im ZDF gesagt hat, ich will vier Jahre Kanzlerin bleiben. Und der zweite wichtige Satz nach innen war, ich werde junge, frische Gesichter, die noch ausbaufähig sind, einbauen, wird sie ein Personaltableau schmieden, bei dem vor dem Parteitag am 26., also übernächsten Montag, mit Sicherheit von den Jungen, entweder ein Jens Spahn, ich schätze ihn, oder ein Carsten Linnemann, bei Paul Simjak glaube ich eigentlich eher noch nicht, der JU-Vorsitzende. JU-Vorsitzende, dass jemand von denen in ein Ministeramt geholt wird, um praktisch nach innen eine Befriedung zu machen. Und die Hälfte soll mit Frauen besetzt werden. Genau, dann wird das wird spannend. Das heißt, sie muss auf jeden Fall ein Personalpaket schnüren, wo sie ein bis zwei Leute, die bisher sicher eine sichere Bank geglaubt haben, muss sie entsorgen. Das wird Ärger geben intern, aber das wird man ausbalancieren. Jetzt kommt aber der wichtigere Punkt. Das nützt gar nichts, wenn Sie jetzt nur Personal sozusagen intronisieren. Die Partei selber fühlt sich so nach jetzt der langen Phase der Regierungszeit von Angela Merkel, dass die Union keinen Markenkern mehr hat. Also Parteimitglieder, ich kenne sie in meiner Gegend, also ich gehe nicht oft zu Parteiveranstaltungen, aber man kennt ja die Pappenheimer und weiß, wie das Volk tickt, auch wenn man es auf der Straße am Wochenende sieht. Die sagen, ich weiß nicht mehr, was ich antworten soll, wofür die CDU steht. Weil viele von den alten Gewissheiten sind verloren gegangen durch diesen Anpassungsprozess. Und der Koalitionsvertrag ist natürlich einer, der extrem freigebig, sehr sozialdemokratisch ist. Da bin ich ein bisschen anders in der Einschätzung als der Kollege Dressler, der ihn ja nicht unterschreiben würde. Also ich glaube auch, die SPD-Mitglieder werden mit einer 60% Mehrheit mindestens für die Koalition stimmen. Aber die Union ist inhaltlich entkernt und als Machthülle, als inhaltsleere Machthülle kann eine Partei nicht realisieren. Und jetzt kommt meine Quintessenz, die Sie verwundern wird aufgrund des Tohuwabohus bei der SPD. Die SPD kann jetzt nach meiner Sicht nicht mehr tiefer fallen. Die wird jetzt in die Regierung eintreten. Die hat mit Scholz einen designierten Finanzminister, der das gut macht. Übrigens ein Kanzlerkandidaten-Aspirant par excellence, der jetzt zwei Monate lang geschäftsführend noch Vorsitzender ist und dann den Parteitag mit einer Intronisation der Nachfolgerin führt. Sie hat das Arbeitsministerium, sie hat wichtige Ressorts insgesamt. Die SPD wird sich eher erholen als die Union, weil die SPD sozusagen ihren traditionellen Markenkern staatsorientiert, etatistisch, Staatfürsorge, sozialpolitisch, die hat ihn also noch macht. Die SPD wird sich eher erholen als die Union. Die inhaltliche geht eigentlich, das trifft auch ja die aktuelle Situation der Grünen durchaus, gehören denn eigentlich inhaltliche und personelle Erneuerung eng zusammen? Das ist auf jeden Fall gut, wenn es so ist. Ja, und wir haben jetzt ja momentan zwei neue Parteivorsitzende gewählt, auch frische Gesichter. Man hat es ja auch gemerkt am Parteitag, dass da eine richtige Aufbruchsstimmung da war. Also auch selbst die Journalisten, die sonst ja auch manchmal ab und zu ein bisschen Schwierigkeiten haben mit grünen Parteitagen, waren ja eigentlich ganz begeistert, sind sehr begeistert da zurückgekommen. Und in diesem Fall sind es eben auch zwei, die sehr auch für die Umwelt
Themen stehen. Also das ist ja unser grünes Markenthema. Und von daher haben wir uns, glaube ich, jetzt mit diesen beiden neuen Parteivorsitzenden auch personell sehr, sehr gut aufgestellt. Die mussten sich aber in ziemlich viel Geduld üben, bevor Cem Özdemir, Claudia Roth, Renate Künast, Jürgen Trittin ihren Platz freigemacht haben, damit auch junge, frische Leute da rankommen. Naja, also zum einen ist es so, der Toni Hofreiter zum Beispiel ist noch gar nicht so lange dabei, ist aber dann relativ schnell auch Fraktionsvorsitzender geworden. Das heißt, bei der Wahl vor 4 Jahren sind die Jürgen Trittin und Claudia Roth praktisch zurückgetreten und haben 2 neuen Platz gemacht. Jetzt hat es Cem Özdemir gemacht. Also von daher ist da eigentlich ein Wechsel schon erfolgt. Also sehr viel mehr geht ja nicht. Deshalb glaube ich, ist es schon so, dass wir haben ungefähr immer so ein Drittel Neue in der Bundestagsfraktion von den Grünen, dass auch die Neuen durchaus auch in den letzten Legislaturperioden sehr wichtige Aufgaben bekommen haben. Also Annalena Baerbock zum Beispiel, die ja jetzt Bundesvorsitzende geworden ist, ist gleich auch für den Klimaschutz zuständig gewesen, war klimapolitische Sprecherin, obwohl sie neu war im Bundestag. Also die bekommen schon auch ganz wichtige Aufgaben zugewiesen. Ich würde noch ganz gerne einen Satz zur CDU sagen, weil ich glaube, 2 Dinge werden da verdeckt geführt. Einmal führt man die Debatte ums Finanzministerium bei der ersten oder zweiten der Republik, Großen Koalition 5 bis 9, hat die SPD auch Außenfinanzministerium, Sozial. Das ist hoch gepusht als verdeckten Machtkampf in der Union, weil sich die Helden nicht trauen, offen Frau Merkel zu widersprechen. Ist plötzlich das Finanzministerium an der Bedeutung drin, dass Steinbrück damals Finanzminister war, mit Frau Merkel Hand in Hand, die Sparbücher garantiert haben, was faktisch ja gar nicht ging, aber sie haben die Leute beruhigt. Wird alles vergessen. Es ist ein verdeckter Machtkampf. Die sind zu feige, es offen zu machen. Und die Union wird geschlossen, wieder alles abnicken auf dem Parteitag. Bosbach sagt, noch mit dem Hinterweis, sagt Bosbach wörtlich, es ist alternativlos. Sie werden es beschließen. Und man darf Merkel nicht unterschätzen. Die hat ihren Laden nach wie vor im Griff. Das ist das Problem nicht. Und für sie war es wichtig, das Kanzleramt zu behalten. Mhm. Und auch die Bedeutung eines Ministers darf man auch nicht überschätzen. Das wissen Sie als Bundeswirtschaftsminister. Ja, ja. Diesen Notariat. Ja. Das Bundeswirtschaftsministerium, was sehr merkwürdig zugeschnitten ist, wird jetzt plötzlich von der Union hochgelobt. Die Macht liegt im Finanzministerium, weil Europa die Währung, Geld und Kapital alle wichtigen Dinge hat. Also es ist eine verdeckte, nicht aufrichtige, man kann auch sagen, pharisäerhafte Diskussion in der CDU, Pharisäer und christlich, ist ein Widerspruch. Wobei wir nicht vergessen wollen, dass Sie ja einer der Nachfolger des Mannes sind, der dem Institut oder der Stiftung den Namen gibt, deren stellvertretender Vorsitzender Sie sind, Ludwig Erhard, der das ja auch geprägt hat. Herr Dressler, es scheint ja das letzte große Projekt von Angela Merkel zu sein, selbstbestimmt aus dem politischen Geschäft auszusteigen, den Wechsel hinzukriegen. Da wäre sie die erste Amtsinhaberin, der das gelingt, dass sie also nicht von anderen gesteuert wird, sondern diesen Ausstieg selbst steuert. Welche Fehler der SPD muss sie vermeiden? Kann sie aus den Fehlern der SPD lernen? Also im Augenblick sehe ich noch nicht einmal, dass die SPD selbst aus ihren Fehlern lernt. Also ich sehe das nicht. Wissen Sie, wer jetzt in diese Koalition geht? Und mit dem Anspruch, das alles zu machen, was ich da verbal von Sozialdemokraten höre, der aber gleichzeitig erklärt, er will die Partei aus dem Sumpf holen. Das heißt, die große Reform in der Partei, sie, ja, ich sage mal, wieder wählbar zu machen für größere Prozente. Wie soll das beides gelingen? Ich sehe das nicht. Aber gut, das müssen die dann liefern, die es jetzt beschließen. Und wenn sie es nicht liefern können, dann wird der Satz von Oswald Metzger, weniger als 16% geht nicht, plötzlich wieder fraglich. Ich bin da ganz vorsichtig. Ich habe damals gesagt, Leute, wer glaubt, 21,5%, das war das Europawahlergebnis, sei das untere Ende, der kennt den Ablauf der Dinge nicht.
Das ist ja auch nun nicht mehr so. Wir haben jetzt 22.45 Uhr, dann kann ich es auch sagen, Deutschland trennt der ARD von heute Abend 16% tatsächlich für die SPD, für die CDU, CSU 33%, da wird die zufrieden sein. AfD 15, FDP 9, Linke 11, Grüne 13. Also insofern ist die SPD ja schon, was prognostiziert war, ziemlich nah an die AfD stimmenmäßig herangerückt wäre am nächsten Sonntag Bundestagswahl. Das muss man auch noch dazu sagen. Vielleicht in Anschluss an diese Frage an, Rudolf Dressler. Dieser Übergang, der jetzt der CDU noch bevorsteht, der ja sonst immer doch unter Umständen sehr chaotisch in manchen Parteien stattgefunden hat, der mit großen, manchmal mit Machtverlust sogar verbunden ist. Was muss Angela Merkel vermeiden, damit das in der CDU mit ihr nicht passiert? Sie müsste im Prinzip den Stabwechsel organisieren in der laufenden Legislaturperiode, weil ansonsten, wenn sie Kanzlerin wäre bis zum Ende einer Amtsperiode und dann mit einem neuen Spitzenkandidaten, wird die Union aus meiner Sicht mit größerer Wahrscheinlichkeit in die Opposition gehen. Das heißt, man müsste den Stabwechsel in der Regierungsperiode machen. Und bis zum Beweis des Gegenteils glaube ich nicht, obwohl viele ihr es zutrauen, weil sie oft unterschätzt wurde, dass sie das hinkriegt. Aber es wäre meiner Partei zu wünschen, so einen Stabwechsel, weil dann die Chance auf eine weitere Regierungsbeteiligung größer ist. Und jetzt aber zu dem Zahlenspiel. Ich meine, eines muss man natürlich schon sagen. Die Sozialdemokratie hat quasi jetzt in meiner sozusagen politischen Biografie, wenn ich mal zurückgehe bis Anfang der 70er Jahre, hat natürlich gelitten unter dem Entstehen der Grünen. Das war der erste Aderlass und dann nach der Wiedervereinigung sozusagen unter der Linken und mit der Agenda-Geschichte und zwei Parteien, die quasi aus dem links-grün alternativen Spektrum und dem klassischen Milieu Stimmen abgezogen haben, haben die SPD signifikant unter 30% gedrückt. Dazu kamen dann noch die Fehler, über die wir diskutiert haben. Bei der CDU erleben Sie das jetzt mit der AfD. Und gleichzeitig, also merkt man natürlich auch, dass sozusagen Stigmatisierungsrituale, also dass man sozusagen eine politische Konkurrenz, die auch aus dem Aufbegehren einer breiteren Gruppe, nicht nur der Loser der Gesellschaft, sondern aus dem Bürgertum Aufbegehren gegen uns als politisches Establishment, dass dieses Aufkommen den gesamten Apparat durcheinander bringt. Minderheitenregierung wäre ja eigentlich eine theoretische Möglichkeit vor Neuwahlen, wenn man die Ergebnisse sieht. Aber Minderheitenregierungen haben alle Schiss davor, dass die 92 Kolleginnen und Kollegen der AfD natürlich damit sozusagen Zünglein an der Waage sind. Und im Endeffekt, wir wollen alle anderen nicht bei Sachentscheidungen die 92 Kolleginnen und Kollegen der AfD als Zünglein an der Waage. Also ich glaube, das Problem momentan bei der sogenannten Volksparteien, bei der SPD weiß man nicht mehr genau, ob man darüber noch reden kann. Aber das Problem von diesen beiden Parteien ist, dass sie auf ganz, ganz wichtige Fragen keine Antworten mehr liefern. Das ist eben ausgedrückt worden mit der Hülle. Ja? Also die Leute merken, wir sind in Umbruchzeiten und wir sind in Krisenzeiten. Und das sieht man ja nicht nur in Deutschland, man sieht es ja auch in Europa, man sieht es in den USA, wo eben auch zum Beispiel Populisten und Leute mit ganz einfachen Lösungen da Zulauf bekommen. So, und also ich sag mal, bei Jamaika haben wir über zwei von diesen wichtigen Krisen auch geredet. Also über die Digitalisierung und über die Klimakrise. Ja? So, und hier ist es dann eher so, wir machen weiter so, wir geben jedem noch was. Also wir haben große Spielwiesen, ja, wir sind ja Volksparteien und deshalb bekommt jeder was. Aber man bleibt in den alten Strukturen. Und das merken die Leute. Die Leute merken, dass das eine Koalition sein wird. Und ich gehe auch davon aus, dass die SPD da zustimmen wird, anders als sie das vorhaben, werden ganz viele Mitglieder einfach sagen, also wenn wir es jetzt nicht machen, Neuwahlen, dann gehen wir richtig unter. Also es wird eine Zustimmung geben der SPD. Aber diese Koalition bringt genau diese Themen, die so wichtig sind, ja, die auf die Arbeitsplätze, für die Arbeitsplätze eine Rolle spielen, für die Unwetter eine Rolle spielen, also die Leute richtig auch persönlich mittlerweile tangieren, da bringt diese Koalition keine vernünftigen Antworten. Deshalb war auch das war eigentlich sympathisch an der SPD, dass sie gesagt hat, wir wollen jetzt mal in die Opposition und wir wollen jetzt mal nach Antworten suchen. Also die haben es eigentlich gespürt. Wir brauchen eine Auszeit. Wir müssen uns die Zeit nehmen,
neue Lösungen zu finden. Und das ist eigentlich das Problem, dass die Große Koalition jetzt in der Tat ein Stück so eine Hülle ist, weitermacht wie bisher, aber dafür auch noch ganz viel Geld verteilt. Also Sie wollten in die Regierung, sind in der Opposition, Sie wollten in der Opposition, sind jetzt möglicherweise in der Regierung. Die FDP war ja an den Jamaika-Gesprächen auch beteiligt. Herr Brüderle, ganz kurz noch zu Ihrer Partei auch eine Frage. Lernt die SPD denn nicht aus den Fehlern der Westerwelle-Zeit? Die FDP erscheint als eine Ein-Mann-Partei und es hält sich ja hartnäckig das Gerücht, dass Christian Lindner unter anderem auch deswegen aus den Jamaika-Sondierungen ausgestiegen ist, weil er geglaubt hat, dass er nicht genügend satisfaktionsfähige Fraktionskollegen hat, die in die Bundesregierung mitbilden können. Wie ist die FDP da in diesem ganzen Kontext zu verstehen? Das ist natürlich die bösartige Aussage und Flüsterpropaganda. Ich sage, es war, er hält sich hartnäckig an Gerücht. Ich versuche es ja richtig zu stellen. Diejenigen, die nicht gerade Freunde der FDP sind. Die FDP hat mindestens genauso viele Talente wie die anderen. Das sind ja auch gerade in den großen Parteien erdrückend, die Talente. Man sieht sie ja, jede Ecke rauskommen. Man sieht ja, wie tüchtig sie sind. Nein, es muss eine Zukunftsfähigkeit da sein. Und das war ja ein Kernpunkt auch der FDP. Was die hier machen, die Große Koalition, ist verteilen. Die junge Generation zahlt drauf. Beim Rentenbeispiel hat Herr Dresdner das ja deutlich gemacht. Man verfrühstückt Zukunft und geht nicht in die Entwicklung von mehr Zukunftschancen hinein. Man müsste viel stärker Digitalisierung, Infrastruktur, Bildung nochmal machen. Wir sind ja im brutalen Wettbewerb weltweit. Wir haben momentan eine glückliche Phase, befeuert durch die Nullzinspolitik der EZB. Das ist ja alles nicht normal. Die Wechselkursentwicklung, vieles begünstigt, dass die Rohstoffpreise, die Ölpreise begünstigen diesen Boom. Das wird nicht ewig bleiben. Und wir rüsten uns nicht aus und befähigen uns nicht in wieder schlechteren Phasen, die kommen werden. Es gab noch nie eine Weltgeschichte, da es nur Sonnenschein ist, nur aufwärts geht. Da vorbereitet sein, das tun wir nicht. Das ist das eine Phänomen, das ist falsch, was man macht. Man denkt nicht an die Zukunft, sonst wird alles verfrühstückt. Das zweite ist, es geht ein bisschen tiefer. Frau Höhn hat es schon mit angedeutet. Wir haben in allen westlichen Ländern im Grunde, brauchen wir neue Formen der Kommunikation mit den Bürgern. Das Parteien in den Hinterzimmern, da das auskungeln und dann die Ministerposten auswürfeln. Und der Lambsdorff hat früher mal gesagt, egal wer Postminister ist, früher gab es einen, die werden alle nach einem Vierteljahr gelb. So ungefähr ist das. Die Leute haben auch das Gefühl, es geht gar nicht um die Sache. Hauptsache jeder hockt mit dem Hintern in irgendeinem Dienstwagen drin. Wir müssen eine andere Art auch des Dialogs mit den Bürgern führen. Wir müssen ihn mit einbeziehen. Viele fühlen sich ausgegrenzt. Auch das Phänomen AfD kommt daher, weil sich viele, vornehmlich auch in den neuen Bundesländern, nicht einbezogen fühlen in die Entwicklung. Und es hat alles beschleunigt, die Fehlpolitik 2015 von der Merkel-Regierung, die Grenzen zu öffnen mit 1 Million Flüchtlinge. Das hat es als Brandbeschleuniger verschärft. Aber es sind strukturelle, länger wirkende Trends. Wie kann die Basis oder die Bevölkerung, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge, die Basis einer Partei und die Wahlbevölkerung insgesamt besser einbezogen werden, konkret? Da gibt es sicherlich eine Menge Möglichkeiten. Eine wird ja jetzt plötzlich in der SPD auch diskutiert. Nicht nur Mitgliederbefragung oder Mitgliederentscheid in solchen wichtigen Sachen wie Koalition, ja oder nein, sondern auch die Vorsitzendenwahl. Also das ist, glaube ich, ein Satzungsproblem auch, ne? Ja. Nicht nur das. Also ich bin da auch politisch zurückhaltend bei dieser Frage. Dennoch sage ich, natürlich ist das eine Möglichkeit. Und natürlich kann man darüber reden. Die Frage ist, ob man dann der Auffassung ist, dass das Mitglied, welches dann plötzlich einen solchen Menschen wählen soll, den wirklich kennt, ihn wirklich einschätzen kann. Denn die meisten dieser Mitglieder, die sind ja auf Zeitungen, auf Funk und Fernsehen angewiesen. Und daher bildet sich ihre Meinung. Ob das nun wirklich eine Begutachtung der entscheidenden Person ist, um die es da geht, da habe ich meine Zweifel. Was ich wenn ich die letzten ja nun Wochen betrachte. Der Journalismus hat es in Deutschland fertiggebracht, zu suggerieren, dass dieses Ergebnis der Koalitionsverhandlungen ein unglaublich tolles ist. Und gleichzeitig hat er es fertiggebracht, zu suggerieren, dass mittlerweile alle Leute glauben, wenn die CDU das Finanzministerium nicht bekommt, hat sie verloren. Und sie können sich nicht erinnern, dass vor schlappen 8 Jahren das gleiche Verteilungsbild in den Ministerien da war. Und da hat sich nicht nur keiner geärgert oder beschwert, da haben diejenigen, die es gemacht haben, alle gesagt, auch die CDU, fantastisch, wunderbar. Wie ist die Basis besser zu
integrieren, wie ist sie besser einzubeziehen? Also, wir haben noch 2 Minuten, für vielleicht kurze Antworten. Wenn ich schnell vorschließen darf, die Parteien müssen raus aus dem Elfenbeinturm des Innenblicks. Wenn wir nicht an die Leute rangehen, dann haben wir ein Problem. Wir kriegen ja nicht mal für die Kommunalwahlen häufig genug Kandidaten. Und so banal es klingt, Sie können von den linken Parteien in Skandinavien lernen. In Schweden, in Finnland, in Norwegen gehen die Sozialdemokraten, die auch Riesenprobleme haben, gehen in soziale Brennpunkte, gehen wieder vor Ort, machen praktisch Büros, machen Basisarbeit, damit die Parteien überhaupt wieder wahrgenommen werden als Faktoren, die wichtig sind, auch für den Alltag der Leute. Die Graswurzelwahlkampf nennt man das ja, glaube ich, in den USA. Ist die neue Generation der Politiker möglicherweise, fällt ihnen das leichter, damit umzugehen, diese Hierarchisierung in den Parteien abzubauen? Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass jüngere Leute ganz anders auch mit den Internetmedien umgehen. Also wir haben als Grüne ja jetzt an mehreren Punkten auch ein bisschen gespielt und versucht, die Basis einzubinden. Also zum Beispiel bei den Schwerpunkten im Wahlprogramm. Das durften die Mitglieder mitbestimmen, auch vorher schon. Wir haben eben die Spitzenkandidaten gewählt. Und das hat immer dazu geführt, dass wir auch ganz viele Foren hatten, wo diskutiert wurde und die auch sehr, sehr gut besucht waren. Also das muss man weiterführen, da muss man noch weitere Punkte entwickeln, um die nicht nur die Basis, die Parteibasis, sondern auch die gesamte Bevölkerung mit einzubeziehen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt, wir sind am Ende der Sendung, uns schon für die nächste verabreden sollten. Möglicherweise wollen wir das jetzt mal abwarten, wenn was Unvorgesehenes passiert. Das wären ja dann Minderheitsregierung oder Neuwahlen. Das weiß man nicht, ob man sich das wünschen soll. Ich bedanke mich, dass Sie da waren. Liebe Zuschauer, bleiben Sie bei Phoenix.